Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum 1848. Endstand 1:1, das Ganze vor knapp 20.000 Zuschauern. Auf dem Podium Cheftrainer Thomas Reis vom VfL. Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, zum einen bin ich natürlich sehr zufrieden, wie der Punkt entstanden ist, wenn du kurz vor Schluss oder mit der letzten Aktion den Ausgleich erzielst. Ich fand, dass die Mannschaft von Anfang an hellwach war. Das war ja auch medial immer das große Thema, was passiert nach dem grandiosen Spiel letzte Woche. Das konnten wir natürlich nicht verhindern, dass da immer wieder was aufkam. Ich fand, dass wir es sehr aktiv gemacht haben, dass die Mannschaft sehr viel Gas gegeben hat. Wir haben auch eine riesen Torchance mit Miloš Pantović. Stuttgart hat dann auch ein, zwei Gelegenheiten. Zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Trotzdem ist es dann sehr, sehr ärgerlich, wenn du mit einer Standardsituation in Rückstand gerätst. Wir wussten, dass Stuttgart natürlich das Spiel unbedingt gewinnen wollte und hatten dann in der Phase natürlich auch ein bisschen Glück und einen gut aufgelegten Torwart, der uns dann dementsprechend im Spiel hält. Und wenn du im Spiel bleibst, das ist das, was wo ich sage, wo wir uns ja irgendwo eine tolle Entwicklung genommen haben, dass die Mannschaft nie aufsteckt. Es war mit Sicherheit kein Hurra-Fußball, was wir heute in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Aber wenn du dann zum Ausgleich kommst, dann sage ich, ist der Punkt irgendwo verdient, glücklich verdient. Und den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Und ich bin froh, dass das Thema Bayern ad acta ist jetzt. Besten Dank. Damit kommen wir an die eingereichten Fragen der Journalisten. Toni Lieto vom Kicker möchte von dir wissen, in der Schlussphase haben Sie sich einmal besonders heftig aufgeregt. Was war der Auslöser dafür? Weiß nicht, ich glaube, ich habe mich das ganze Spiel ein bisschen aufgeregt. Das war natürlich sehr emotional, weil wir wollten natürlich auch versuchen, den Abstand auf Stuttgart zu wahren. Klar ist dann auch, dass Stuttgart alles versucht, was Zeitspiel anbelangt. Dann regst du dich darüber auf. Dann fand ich mal eine Aktion, die mir total missfallen hat, wo dann, fand ich, nicht unbedingt sportlich geregelt wurde. Und ja, aber trotzdem habe ich mich natürlich auch aufgeregt, die Art und Weise, wie wir dann die Torchancen des Gegners zugelassen haben. In der Summe kann ich jetzt gar nicht sagen, also es waren schon einige Aufreger. Ralf Ritter von der WAZ Bochum. Zwei eingewechselte Spieler, Polter und Löwen, waren für das 1:1 verantwortlich. Ist die Qualität von der Bank derzeit der große Trumpf im Abstiegskampf? Ich höre es ja ständig. Also wichtig ist für uns, dass wir als Mannschaft funktionieren. Nochmal, ich bleibe dabei, wir sind der VfL Bochum. Wir haben ein tolles Team, was mental immer in der Lage ist, ja, vielleicht auch nochmal zuzuschlagen. Heute natürlich mit dem nötigen Glück. Die Jungs, die reingekommen sind, haben dazu beigetragen. Und ich bin froh, dass wir das weiterhin der Kader enger zusammengerückt ist. Und ja, vielleicht ist es ein Trumpf. Heute hat es mal wieder geklappt. Und deswegen sind wir ganz froh und fahren auch ein bisschen beruhigter nach Bochum. Zweite Frage von Ralf Ritter. Gab es für die vier Wechsel nur sportliche oder auch Verletzungsgründe? Ja, teils. Also es war, Gerrit Holtmann hatte schon in der Halbzeit ein bisschen Probleme. Da haben wir es nochmal versucht. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich vielleicht da eine bessere Aussage bekommen müssen oder ich hätte klarer sein müssen, weil dadurch geht natürlich ein Wechselslot verloren. Wir haben es, er hat halt gemerkt bei jedem Sprint, dass die Muskulatur ein bisschen fester wird. Das Risiko war einfach zu groß. Aber wir wissen, dass Gerrit natürlich einen riesen Speed hat, auch gerade in der ersten Halbzeit, so ein, zwei Läufe in die Tiefe. Deswegen haben wir es einfach riskiert. Aber dann war die Vorsichtsmaßnahme war einfach dann gegeben oder mussten wir tun. Und der Rest, ja, ist ja logisch, wenn du dann hinten liegst und dann musst du was versuchen. Dann bringst du halt zwei Offensive rein oder offensivere. Danilo hat ja auch das Cut gehabt und Staffi wissen wir auch, dass er jederzeit in der Lage ist, uns zu helfen. Und deswegen können die Fachmänner dann beurteilen, ob es dann nur wegen der Leistung war. Und ich sage, es war auch viel taktisch. Max Backhaus von der Bild. Manuel Riemann kam vor dem Elfmeter zu dir. Was hat er dir gesagt? Er wollte ja wohl nicht wieder schießen, oder? Ja, dass er auf keinen Fall schießen wird. Sah die Elfer-Rangfolge, weiter geht's mit Max Backhaus, sah die Elfer-Rangfolge vor, dass Löwen schießt? Nein. Also das ist so, wir haben klare Absprachen jetzt. Auch das war ja schon mal Thema. Im Endeffekt ist es so, ich kann ja nicht 15 Mann einteilen. Es waren zwei etatmäßige Schützen. Beide waren ausgewechselt. Also ist dann ein Dritter da. Und Edo wollte ja damals schon mal schießen, wo sich ein bisschen um den Ball gestritten haben. Heute hat er geschossen, hat getroffen. Und deswegen wäre die Liste sonst zu lang geworden, die ganzen Schützen einzuteilen. Die beiden etatmäßigen waren Pantović und Lokadia. Richtig. Bist du selber überrascht, und das ist die Abschlussfrage von Max Backhaus, wie erfolgreich Polter immer wieder ist, wenn er von der Bank kommt? Ich bin auch überrascht, wie Polter ist, wenn er von Anfang an spielt.
Also auch das nochmal, das ist eine Situation, die natürlich für mich Luxus ist. Es ist für den einzelnen Spieler nicht ganz einfach, weil er hat schon viele Tore gemacht. Wir wissen, wenn man ihn auch von der Bank bringt, schmeißt sich immer in jeden Ball rein, ist prädestiniert, nochmal aktiv gegen den Ball zu arbeiten. Und ich habe schon gesagt, ich bin froh, dass ich zwei Stürmer habe, die auf ähnlichem Niveau sind. Der eine technisch ein bisschen stärker, der andere vielleicht ein bisschen rustikaler. Und das macht die Arbeit gut für die einzelnen Spieler. Dann natürlich ist immer ein bisschen Frust da. Aber ich denke, ohne dass ich jetzt da irgendwas vorweggreife, dass Poldi mit Sicherheit irgendwann von Anfang an spielen wird. Und wir haben jetzt drei Spiele innerhalb dann einer Woche, also jetzt nochmal eine normale Woche. Dann haben wir ein DFB-Pokalspiel mit dabei und ich bin froh, dass ich die Qual der Wahl habe. Das war's, zumindest von Bochumer Seite mit den Fragen an dir. Besten Dank. So, dann geht's direkt weiter mit Teil 2 der Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen VfL Bochum. Jetzt mit VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo, den ich begrüßen darf, und um sein Statement zum Spiel bitte. Grüße. Wir sind sehr, sehr enttäuscht mit das Ergebnis, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht hat, gefightet hat und leider es nicht geschafft hat, auf 2-0 zu erhöhen und durch einen unnötigen Foul-Elfmeter das 1-1 kassiert. Aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist eine Mannschaft, die wollte, die zusammengeblieben ist, als Einheit agiert hat. Und wir machen weiter. Danke. Vielen Dank, Rino. Wir kommen zu den eingereichten Fragen und beginnen mit Dinos Mavropanos. War völlig am Boden zerstört nach der Partie. Wie bauen Sie ihn wieder auf? Ja, wer ist nicht auf dem Boden zerstört gewesen nach dem Spiel? Also das, glaube ich, war bitter für alle Beteiligten. Bitterer Rückschlag, und Dinos ist auch Mann und Mann genug und stark genug, um wieder aufzustehen und am Montag wieder Vollgas zu geben im Training. Ist auch klar, dass Dinos ein sehr wichtiger Spieler ist für uns, die auch im nächsten Spiel seine Leistung abrufen wird. Dann eine Frage zu Omar Marmoush. Der wurde ein- und ausgewechselt. Warum, ist klar, wegen Corona-Pause und wahrscheinlich der fehlenden Kraft. Mussten Sie ihn trotzdem etwas trösten oder wusste er, dass es so kommt? Also ich musste ihn nicht trösten, weil ich ihm in die Halbzeitpause gesagt habe, dass er so lange wie es geht, auch wenn es nur 10 Minuten ist, Vollgas geben auf und defensiv. Und sobald ich gemerkt habe, dass er defensiv nicht mehr schließen konnte, war es der Zeitpunkt, bei einer 1-0-Führung ihm auszuwechseln. Aber es muss ihn nicht trösten, auch wenn man gemerkt hat, dass er ein bisschen länger auf dem Platz bleiben wollte, um vielleicht auch sein Tor zu schießen. Aber das war kein Problem. Erik Tommy schien in dieser Saison eigentlich abgeschrieben. Jetzt durfte er ein Comeback feiern. Können Sie etwas zu dieser Entwicklung sagen? Was habe ich abgeschrieben? Erik Tommy war mehrere Wochen, sogar Monate verletzt, war nicht dabei. Und jetzt bleibt an Bord, gibt Vollgas im Training, macht einen ordentlichen Eindruck. Und deshalb hat er heute seine sozusagen Comeback gehabt. Gibt's nicht viel dazu zu fügen. Ist ein Vollprofi, der seinen Job erledigt, jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Und deswegen hat er diesen Einsatz heute bekommen. Oft ist nach solchen Spielen von Pech die Rede. Ist Pech aber nicht auch ein Mangel an ausreichender Qualität? Beispiele: Mangalas Abschlüsse oder Mavropanos vor dem Foul-Elfmeter. Statt zu grätschen, hätte er Polter auch einfach Richtung ausdrängen können. Ja, ich rede nicht oft über Pech. Das kommt selten von mir. Ich denke oft, dass man noch ein paar Prozente drauflegen kann. Defensive meistens hat es mit Konsequenz was zu tun. Taktische Disziplin, auch Bereitschaft, und offensiver geht es sehr oft um Überzeugung und auch Selbstvertrauen und Gier. Das sind die Punkte, die wir angehen. Die Mannschaft hat genügend Qualität, auch in dieser Situation die Liga zu halten. Und wenn man so weiter an Bord bleibt, so wie die Mannschaft auch tut, dann bin ich mir auch sicher, dass im ersten Erfolgserlebnis, dass wir ins Rollen kommen werden. Wie kann es sein, dass sich Silas die Schulter auskugelt nach einem Rempler? Wie lange fällt er aus? Ich habe es leider nicht tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es ausgekugelt ist. Ist jetzt schon mal wieder drin, unter Narkose wieder reingeschoben worden. Und
bis wir die Bilder sehen. Morgen im MRT können wir nicht mehr dazu sagen, wie lange der Ausfallszeit sein wird. Müssen wir erstmal die Bilder abwarten. Dann geht's weiter. Es gibt in dieser Saison viel weniger Auswechslungen als noch letzte Saison. Gibt es dafür einen Grund? Also ich habe... Also es gibt keinen Grund, außer ich kann nur sagen, ich wechsle Leute ein und aus, um meine Wirkung aufs Spiel zu erzielen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft gut funktioniert, gut agiert und sehe in dem Moment keine Verstärkung, dann lasse ich das laufen, bis ich das Gefühl habe, irgendjemand aus- und einwechseln zu wollen, zu können, zu müssen. Und deswegen geht es immer darum, eine Wirkung aufs Spiel zu haben, zu erzielen. Nach zuletzt auffälligen Joker-Einsätzen kam TBD heute bei der U23 zum Einsatz. Warum hat es nicht für den Profikader gereicht? Es hat nicht mit sportlichen Gründen was zu tun. Das sind leider disziplinarischen Gründen gewesen. Und deswegen dürfte er heute bei die zweite Mannschaft da gehen. Um die 80. Minute muss der VfB das Spiel entscheiden. Chancen gab es in dieser Phase genug. Am Ende steht nur ein Punkt. Wie gehen Sie die Nachbereitung nach dieser gefühlten nächsten Niederlage an? Ja, ich finde, dass das Gegentor zum Schluss passt ins Gesamtbild der Saison aktuell. Dass wir viele Rückschläge erleben. Irgendwie ist das Momentum aktuell nicht auf unserer Seite und es liegt an uns, den Bock umzustoßen und auch den Saisonverlauf auf den Kopf zu stellen. Es hat mit unserer Invest, an unserer, das, was wir tun auf dem Platz. Und der Weg wird nicht viel anders sein als letzte Woche. Ich finde, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben. Und das Ziel ist, nächste Woche gegen Hoffenheim 3 Punkte zu holen, auswärts, auch wenn es eine gute Mannschaft ist. Und bin mir auch sicher, wenn der erste Erfolgserlebnis da ist, dass wir ein Stück weit ins Rollen kommen werden, wie die Mannschaft es eigentlich kann. Dann geht es weiter mit der Bitte um eine kurze Einschätzung zu Atakan Karasor, seinem großen Einsatz und seinem Spiel gegen den Ball. Atta hat ein Riesenspiel gemacht. Er hat 12,8 Kilometer ist er gelaufen, schließt Räume, gewinnt 2 Kämpfe, Kopfbälle, weiß, wann er da auch die Kette schließen muss. Er ist situativ an der Fünferkette aufzubauen, hat offensive Aktionen gehabt, hat auch den Schussversuch. Ja, wir haben auch das Riemann thematisiert, dass er oft auch weiter weg vom Tor ist. Er sieht das, ist voll an Bord, führt seine Mitspieler zusammen und hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht heute. Und zum Schluss nochmal 2 Personalien. Roberto Massimo heute bei der zweiten Mannschaft und Wahid Fagir weder bei der Profimannschaft noch bei der U21. Können Sie diese beiden Entscheidungen erklären? Ja, Wahid Fagir braucht noch, bis er zu uns auch stoßen kann. Also das ist einfach Konkurrenzkampf. Wir haben mehrere Spieler im Kader und ich kann nur Achsenfeldspieler mitnehmen. Warum er nicht bei die zweite Mannschaft gespielt hat, weil wir bewusst entschieden haben, ihm eine Verschnaufspause zu geben, weil er viel arbeitet. Auch einer von seinen Entwicklungsschwerpunkten ist weiterhin seine Athletik und hat seine viel getan in den letzten Tagen und hoffen auf eine Reaktion nächste Woche im Training, dass er mehr Frische zeigt und mehr angreifen kann. Und zu Robby Massimo. Ja, Robby hat kurz vor dem letzten Spiel gegen Leverkusen ist krank geworden, deswegen war er nicht im Kader und hat sich diese Woche nicht genügend präsentiert, um im Kader zu rutschen. Und deswegen war es eine Entscheidung, um ihm Rhythmus zu geben, Spielpraxis zu geben, zu 90 Minuten die Beine zu schenken und sodass er nächste Woche mit einer anderen Fitness, anderer Selbstverständlichkeit auf dem Trainingsplatz stehen kann. Dann sind wir durch mit den Fragen. Rino, vielen Dank. Viele Grüße auf die Pressetribüne und ein schönes Wochenende. Gute Heimreise. Tschüss. Tschüss.